Ja, willkommen zu einer neuen Folge von Die Superbibliophile. Heute sind wir zu Gast im Haus von Mandy. Die junge, alleinerziehende Mutter hatte in ihrem ganzen Leben noch kein Buch in der Hand. Und das muss sich ändern. Ja, und ab da ging's voll los, ne? Es war ein ganz normaler Morgen in Mandys Wohnung. Ja, der Justin, der hatte letztens seinen ersten Schultag. Und dann kam er hinterher zu mir nach Hause und meinte, die Lehrerin hat gesagt, der braucht so ein Schulbuch. Und da war ich erstmal platt, ne? Mandy versteht die Welt nicht mehr. Was soll ihr Sohn für die Schule kaufen? Boah, Justin, ist das so ein neumodischer Kram oder was? Du weißt doch, dass die Mama einen neuen Fernseher will. Das geht nicht. Sagt das die Lehrerin. Und dann kam Mandys freier Abend in der Woche. Sie wollte mit ihren Freundinnen einen schönen Abend im Kino verbringen. Die Truppe entschied sich für die Tribute von Panem, da der Film gerade erst angelaufen war. Mann, das war mal voll die krasse Reportage über die USA. Ey, ich wusste ja nicht, dass da genauso abgeht wie in meiner alten Hood. Meiner Hood. Aber finde ich voll dumm, dass man jetzt ein Jahr warten muss, bis die mal sagen, wie es weitergeht. Ey, bei RTL gibt's doch auch jeden Tag Nachrichten. Das filmen die doch auch jeden Tag neu. Das dauert doch nicht so lange. Nach dem Film waren Mandy und ihre Freundin ziemlich verwirrt, als sie eine Gruppe von Mädchen darüber haben sprechen hören, dass es ja schon ein zweites Buch zum Film gibt. Ey, da war doch voll was faul. Ey, das roch doch wie die Atem von der Oma nach einer Flasche Wodka. Das ist doch nicht normal, dass ich da in so kurzer Zeit zweimal was von so komischem Buch höre. Das muss doch eine Verschwörung sein. Jetzt muss es schnell gehen. Mandy will wissen, was es damit auf sich hat. Als sie sieht, wie viele Bücher es auf Amazon gibt, trifft sie eine mutige Entscheidung. Ja, dann habe ich mir so ein Ding bestellt, ne? Weil da steckt doch die Merkel hinter, die will uns Bürger dumm halten. Aber nicht mit mir, Freundchen, nicht mit mir. Boah, krass. Was wird Mandy jetzt mit diesem verdächtigen Gegenstand anfangen? Wird ihr Sohn Justin doch noch ein Buch bekommen? Und was hat Frau Merkel damit zu tun? Das alles erfahrt ihr in der nächsten Folge von Die Superbibliophile.